mit dem Tagesordnungspunkt 15, Einrichtung eines zentralen Bauauslagerungsstandortes. Und wir beginnen hier in der Fraktionsrunde mit der AfD-Fraktion. Die hat auch einen Ergänzungsantrag und dann gibt es noch einen Änderungsantrag interfraktionell. Die können zunächst eingebracht werden. Wird das gewünscht? Herr Begnert, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Zuschauer, ich bringe jetzt nur den Änderungsantrag ein. Ich werde keine Rede dazu halten weiter. Das macht unser bildungspolitischer Sprecher, Herr Breuer. Wir möchten, dass ein Punkt 6 ergänzt wird. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die unter den Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 aufgeführten Bauwerkskosten in Höhe von 11.054.000 Euro nicht überschritten werden. Der zuständige Ausschuss für Bildung ist durch den Oberbürgermeister frühzeitig zu informieren, sobald eine Überschreitung dieser Kosten absehbar ist. Hierfür sind im Ausschuss Vorschläge zur Deckung der Überschreitung der Bauwerkskosten durch Einsparungen in den übrigen Kostengruppen zu unterbreiten. Begründung ist, dass der Bildungsausschuss und auch der Stadtentwicklungsbauausschuss hier mehr oder weniger von der Verwaltung überfahren wurde mit dieser Vorlage für den Abriss und Neubau und wir dem zustimmen müssen durch die Zeitschiene. Uns wurde zugesichert, dass die Kosten fix sind, insbesondere für diese Kostengruppe 300 und 400. Und wir möchten da die Verwaltung an diesen fixen Zusagen festbinden. Vielen Dank. So, jetzt mal interfraktionell Änderungsantrag. Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, Schüler sind jetzt hoffentlich nicht mehr im Stream. Ich verzichte, das sage ich jetzt gleich vorweg, dann nachher in der Fraktionsrunde nochmal ans Mikro zu treten, möchte aber den gemeinsamen interfraktionellen Änderungsantrag von Grünen, CDU, Linke und SPD hier einbringen. Wir haben hier eine Vorlage bekommen, das haben die Ausschussberatungen gezeigt, mit der sich tatsächlich alle Fraktionen sehr schwer getan haben. Wir haben sehr intensiv diskutiert und es gibt auch nachvollziehbare und ganz viele Gründe, warum man sie ablehnen sollte. Manchmal hört man ja hier im Rat auch geradezu ja eine Verachtung uns als Stadtrat und ehrenamtlichen Räten gegenüber, aber ich glaube, das ist tatsächlich mal so eine Vorlage, wo sich auch zeigt, wie wichtig auch die Aufgabe ist, die wir ja auch haben, nämlich die Verwaltung zu kontrollieren und was hier in den letzten drei oder vielmehr zwei Jahren in diesem Bereich passiert ist. Das ist Gegenstand unseres Änderungsantrages gemeinsam mit den anderen Fraktionen, ist ganz dringend aufzuklären und für die Zukunft abzustellen. Und da möchte ich gleich vorweg nehmen, der neue Beigeordnete hat hier ganz augenscheinlich an den Tag gelegt, dass er auch gedenkt, sich davon abzukehren, von diesen intransparenten, stellenweise, glaube ich, auch einfach nur verhindernden und blockierenden Vorgängen, die wir hier beobachten mussten. Er hat alle Fraktionen mehrfach, die Bildungspolitikerinnen, auch zu Gesprächen eingeladen. Alle hätten daran teilnehmen können. Er hat alle Fragen auch innerhalb kürzester Zeit, so gut es eben irgendwie ging, beantwortet. Das war selbst für uns als Stadträtinnen und Stadträte im Ehrenamt manchmal ein bisschen an der Belastungsgrenze, aber es war ein kooperatives, transparentes und gemeinsames Arbeiten an einer Lösung. Denn ich glaube, wir alle als Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker wünschen uns, dass wir ganz viele tolle neue Schulbauten in diese Stadt stellen können, die am besten noch zum pädagogischen Konzept der jeweiligen Schule passen. Aber noch viel mehr wünschen wir uns doch, glaube ich, alle, dass wir zügig vorankommen mit einem milliardenschweren Sanierungsstau in diesem Bereich. Und ich begrüße das ausdrücklich, dass auch im neuen Haushaltsentwurf der Verwaltung wieder für die nächsten zwei Jahre, so wie es jetzt an der Wand war, 250 Millionen im neuen Haushalt eingestellt werden. Und auch das ist verantwortungsvolles politisches wie auch Verwaltungshandeln, dass wir nämlich gemeinsam das Notwendige tun, und zwar zuallererst das Notwendige tun und uns aber auch versuchen, soweit es eben irgendwie geht, dem Wünschenswerten zu widmen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns das in diesem Bereich mit dem neuen Beigeordneten in Zukunft auch sehr gut gelingen wird. Ich sagte schon, es gibt viele gute Gründe, diese Vorlage abzulehnen. Das ist auch in den Ausschussberatungen deutlich geworden. Aber um es ganz klar zu sagen,
Eine Ablehnung dieser Vorlage bedeutet eben keine Sanierung der 92. Grundschule. Ja, ein Abriss funktionaler Gebäude ist nicht nachhaltig. Wir haben hier jetzt Verzögerungen, was diesen konkreten Standort angeht, von mindestens inzwischen 3 Jahren. Der könnte seit 3 Jahren fertig saniert sein. Das ist viel Geld, über das wir jetzt hier sprechen mit dieser Vorlage, das an anderer Stelle fehlt. Und es ist im Moment eine Vorlage, die noch nicht mal eine Sporthalle mit abdeckt. Ablehnung, um das nochmal deutlich zu sagen, bedeutet keine Sanierung der 92. Grundschule. Und deswegen wird auch meine Fraktion, werden auch, glaube ich, die anderen beteiligten Fraktionen, die in den letzten Tagen gemeinsam intensiv gerungen haben, um diesen Änderungsantrag, wenn auch mit Bauchschmerzen, der Vorlage in dieser geänderten Form zustimmen, in dieser Vorlage beauftragen. Wir streichen zum einen eine Formulierung, dass wir den Oberbürgermeister beauftragen, eine aktuelle Auslagerungsplanung vorzulegen, weil das nach der letzten Bildungsausschusssitzung schon erfolgt ist. Und wir beauftragen den Oberbürgermeister, einen Rechnungsprüfungsamtsbericht vorzulegen zu den finanziellen Auswirkungen der diversen Punkte, die diskutiert worden sind, die Notwendigkeit der vergrößerten Kapazität, die mehrfachen Umplanungen, die Planungskosten und auch die Kosten, die sich aus den zeitlichen Verzögerungen ergeben. Ich denke, und da nochmal vielen, vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen für die Zusammenarbeit in den letzten Tagen, an den Bildungsbürgermeister für diese kooperative und transparente Zusammenarbeit. Und wenn wir das so miteinander jetzt auf den Weg bringen, bin ich sehr zuversichtlich, dass da im Schulbaubereich in den nächsten Jahren vieles sehr viel schneller und besser vorangehen kann. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. AfD-Fraktion beginnt. Herr Breuerwies, ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Gäste. Wir sollen heute über den Bau des zentralen Auslagerungsstandortes Schilfweg beschließen. Es ist unstrittig, dass dieser Standort dringend benötigt wird. Ohne diesen sind zahlreiche geplante Schulsanierungen kaum bzw. nur unter großen Einschränkungen zu realisieren. Da sich an diesem Standort bereits ein Schulgebäude befindet, bieten sich 2 Optionen an: Sanierung oder Abriss und Neubau. Normalerweise würden wir heute das Für und Wider beider Optionen aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Planungsentwürfe diskutieren und eine demokratische Entscheidung treffen. Allein dies ist uns nicht möglich, denn seitens der Verwaltung wurden bereits vollendete Tatsachen geschaffen. Man hat sich selbstgerecht für eine Variante, in diesem Fall den Neubau, entschieden und seit über einem Jahr allein diesen planerisch vorangetrieben. Das bedeutet, wenn sich jetzt der Stadtrat für die Sanierungsvariante entscheiden würde, dann würden wir ein Jahr verlieren. Das wäre für zukünftige Schulsanierungsvorhaben natürlich verheerend. Wir haben also nicht wirklich eine Wahl. Und ich vermute, dass genau dies von der Verwaltung so gewollt ist. Andernfalls hätte man den Stadtrat bereits vor einem Jahr die Entscheidung über Sanierung oder Neubau treffen lassen. Diese Vorgehensweise steht unserem Demokratieverständnis fundamental entgegen. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Praxis in der Amtszeit des neuen Beigeordneten für Bildung grundlegend ändert. Das Vertrauen der Bürger in die Kommunalpolitik und in das Verwaltungshandeln steht auf dem Spiel. Aus den bereits genannten Gründen werden wir der Vorlage notgedrungenerweise unsere Zustimmung erteilen. Und ich möchte noch hinzufügen, wir unterstützen auch den interfraktionalen Änderungsantrag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen fort mit Fraktion Die Linke, Frau Apel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Auslagerungsstandort, das ist das, was Dresden dringend braucht. Es hat schon einige und wir brauchen weitere, weil wir ganz viele Schulen sanieren müssen. Und manche Schulen sind leider in einem Zustand, wo wir uns jedes Jahr fragen müssen, hält die Schule noch durch? Oder gibt es vielleicht Sperrungen aus Brandschutzgründen oder baulichen Gründen. Was will man jetzt hier tun? Man will abreißen und einen Neubau hinstellen,
mit modularen Raumeinheiten. Das geht besonders schnell und wir können schon sehr bald mit dieser Schule rechnen. Eigentlich wollten wir nächstes Jahr beginnen, dort eine dreizügige Oberschule zu gründen. Das haben wir 2017 mit dem Schulnetzplan beschlossen. Damals gingen wir von 2,8 Millionen Euro aus. Jetzt bezahlen wir 18 Millionen. Eigentlich müssten wir uns total freuen, dass wir so eine schöne Schule bekommen. Aber es ist in Zeiten der Einsparung immer auch in Betrachtung zu ziehen, was hätte man sonst mit dem Geld auch noch anfangen können. Für mich ist es jetzt besonders bitter in dieser Zeit, dass wir Menschen auf der Welt im Stich lassen, uns wegen 10, 20, 50, 100 oder 150 Menschen streiten, ob wir sie aufnehmen wollen oder nicht, aber nur, wenn auch die anderen sie nehmen und auf der anderen Seite hier 13, 14 Millionen Euro mehr ausgeben. Das hat einen total bitteren Beigeschmack. Wenn wir uns heute für eine Zustimmung zu dieser Vorlage durchringen, dann entscheiden wir eigentlich nicht, bauen wir diese Schule mit diesem Geld, sondern wir entscheiden vor allen Dingen, wollen wir die 92. Grundschule so schnell wie möglich sanieren, weil wir Angst haben, dass die Schule nicht mehr in diesem Gebäude bleiben kann und weil wir Angst haben, dass dann die 4,5 Millionen Fördergelder uns wegfallen, die bis 2023 ausgegeben werden müssen. Wir hoffen, dass die Verwaltung, Frau Frohwiese ist ja darauf eingegangen, zukünftig die Beschlüsse des Stadtrates auch ernster nimmt, dass, wenn Änderungen notwendig sind, auch da können wir ja nicht immer alles richtig machen, mit uns in Kommunikation tritt und rechtzeitig uns ins Boot holt und wir gemeinsam überlegen, was ist die richtige Variante. Dann hätten wir jetzt nicht so einen langen Weg der Auseinandersetzung gehen müssen, der heute vermutlich zu einem guten Abschluss kommt, außer der Tatsache, dass wir keine Geflüchteten für das Geld aufnehmen. Vielen Dank. So, ich habe verstanden, Frau Frohwiese, Sie verzichten jetzt. Wunderbar. FDP wird das Wort gewünscht. Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, geben wir es zu, wir haben den Standort Schildweg aus den Augen verloren gehabt. Wir sind einfach mit der Volkshochschule in das neue Domizil eingezogen und haben uns dort gefreut mit dem Chef, was alles passiert. Nun kam Corona. Ich möchte daran erinnern auch, dass damals, 2017, als das alles eingeleitet werden sollte, uns der tragische Tod des Schulverwaltungsamtsleiters beschäftigt hat, wehgetan hat. Und dann gab es auch noch den Wechsel beim Bildungsbürgermeister. Der Posten war auch eine Zeit lang vakant. Ich wende mal hier einen bildhaften Vergleich an. Das Schulverwaltungsamt war wie ein Fuhrwerk, wo die Pferde fehlen. Ist ein bisschen stehen geblieben. Und nun tauchte aber immer wieder Druck für die Auslagerung von Schulen im desolaten Zustand auf. Aber es wurde leider noch kein kontinuierlicher Vorgang. Jetzt ist nun der Schildweg in den Fokus gerückt, ausgerechnet in Corona-Zeiten und so kurz vor dem komplizierten Doppelhaushalt. Das ist sehr schwer für dieses Projekt, für diese Vorlage. Die bildungspolitischen Sprecher der Fraktionen werden immer bissiger, auf Krampf Schuldige zu suchen und Missstände aufzuzeigen. Das ist hier nicht angebracht. Frau Frohwieser, Sie sagen, wenn wir viele neue Schulen bauen wollen, dann brauchen wir auch eine Menge Auslagerungsmöglichkeiten noch. Ich würde sagen, für unsere Fraktion stimmen wir eine Variante ab, entweder Abriss, das ist teuer, aber führt zu was Effizienten, oder Sanierung, das ist billiger, aber nicht unbedingt das goldene Ei. Ohne die Verwaltung mit dem Zusatzpunkt 6, der hier eingebracht wurde, wieder unnötig zu beschäftigen, so rückwirkend. Also ich habe die herzliche Bitte für unsere Fraktion, den Punkt 6 bitte gesondert abzustimmen. Schönen Dank. Das
es nur in meinem Bericht 5 Punkte gibt und der 6. wird sowieso separat die Ergänzungsanträge abgestimmt, dann passiert das ja automatisch. So, Freie Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Dresdner, wir alle wissen, die Verwaltung ist angehalten, Beschlüsse des Stadtrats umzusetzen. Wir als Stadtrat sind angehalten, finanziell verantwortlich, gemeinwohlorientiert und nachhaltig zu arbeiten. Wenn wir diese Vorlage so beschließen, wie wir sie jetzt von der Verwaltung zugearbeitet bekommen haben, dann brechen wir damit. Meine Damen und Herren, ich nutze mal die Zeit, um einige hier im Publikum vor Ort kennen den Ablauf, aber um auch mal die Dresdner daran zu erinnern, was in den letzten Jahren mit dem Schilfweg passiert ist. Im Januar 2017 erfolgte die Übertragung des Objekts Schilfweg an das Schulverwaltungsamt. Die Teilsanierung für 2,8 Millionen wurde im März 2017 beschlossen. Dafür gab es eine Baugenehmigung. Man hätte zu diesem Zeitpunkt schon agieren können. 2 Jahre passierte scheinbar nichts. Dann hat der ehemalige Bildungsbürgermeister, gemeinsam mit der Amtsleitung 2019 sich entschieden, eine andere Planung als zu starten, und zwar die zum vorliegenden Entwurf. Ohne Rücksprache mit Bildungsausschuss, ohne Rücksprache mit Bauausschuss und ohne Rücksprache mit dem Stadtrat. Am 14. August 2019 begann, ohne Rücksprache mit Bildungsausschuss, Bauausschuss oder Stadtrat, die Leistungsphase 2, die Vorplanung. Am 23. September 2019 begann das VGV-Verfahren zu den Leistungsphasen 3 bis 9. Dieses endete am 11. Februar 2020, alles ohne Rücksprache. Leistungsphase 3, 12. Februar bis 21. April 2020, ohne Rücksprache. Leistungsphase 4, Genehmigungsplanung, dann mit neuem Bildungsbürgermeister, erstmals mit einer Beratung über die Information zum Neubau im zuständigen Ausschuss für Bildung. Bisher wurden Planungs- und Gutachterleistungen beauftragt mit einem Honorarvolumen bei Bau von 2,12 Millionen Euro. Aufgrund des aktuellen Bearbeitungsstands ist ein Honoraranspruch von rund 850.000 Euro entstanden, ohne Rücksprachen. Das entschuldigt auch Corona nicht. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben keine Wahl, die Verwaltung setzt uns die Pistole auf die Brust, nimm und bezahl, oder wir haben keinen Auslagerungsstandort. Das Argument lautet, Geld ist ja jetzt da, beziehungsweise nehmen wir uns. So. Eine Sanierung im Bestand ohne einen unserer Meinung nach nicht nötigen Anbau wäre eine Alternative, denn eine Sanierung kostet als vierzügige Grundschule mit Hort oder als Oberschule mit 3 Zügen als vollumfängliche Sanierung 7,167 Millionen Euro. Der Neubau des Auslagerungsstandortes als vierzügige Grundschule oder 2 zweizügige Grundschulen bzw. 3-zügige Oberschule kostet 11,5 Millionen Euro. Das sind nur 4,3 Millionen Euro Unterschied. Ich weiß, dass manchen sein Ganzes. Aber dafür haben wir sogar noch eine Sporthalle daneben, denn die aktuelle Sporthalle, die muss bei der Umsetzung des Neubaus nämlich noch mit abgerissen werden, weil die städtebaulichen Planungen das erfordern. Also am Auslagerungsstandort steht bis auf Weiteres keine Sporthalle zur Verfügung. Wir haben dargelegt bekommen diverse Fakten bezüglich des Neubaus. Jetzt auch vielen Dank, Frau Frohwieser, für die Fragen und auch vielen Dank an die Verwaltung für die Antworten. Geplant wird mit einer Auslagerung der Grundschule zum Februar 2022. Wir beschließen aber heute, dass der Neubau im Sommer 2022 übergeben wird. Also schon da liegt ein kleiner Fehler. Dann ist uns gesagt worden, gemäß vorliegender Planung, wir erwägen dort eine Doppelnutzung mit 2 Grundschulen. Aber gemäß der Planung für die Auslagerung für die nächsten Jahre, für das ganze nächste Jahrzehnt, ist nie vorgesehen, dass man gleichzeitig 2 Grundschulen in diesem Gebäude unterbringt. Also auch das passt nicht übereinander. Und die 149. Grundschule, für die dieses Gebäude ja geplant ist, die ist gar nicht notwendig, zumindest gemäß Evaluation und Schulnetzplanung, die uns vorliegt. Noch ein weiterer wichtiger Fakt, gerade für die Damen auf der von hier aus gesehen linken Seite des Hauses.
Im Januar geschah Folgendes. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden erklärte, jetzt lasse ich etwas aus in meinem Zitat, Klimaschutz zur städtischen Aufgabe von höchster Priorität für die Daseinsvorsorge durch die Stadt und die städtischen Beteiligungsgesellschaften. Klimaschutz als höchste Priorität, da kann man kein Gebäude abreißen, um an gleicher Stelle ein Gebäude mit gleicher Funktion zu errichten, über das die Verwaltung sagt, energetisch gibt es keinen Unterschied. Das bekommt Unverständnis. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die Verwaltung ist angehalten, Beschlüsse des Stadtrats umzusetzen und wir als Stadtrat sind angehalten, gemeinwohlorientiert und nachhaltig zu arbeiten. Ich weiß, wir brauchen Auslagerungsstandorte und die Stesat hat auch Erfahrung. Wenn hätte sie auch damit beauftragen können, dieses Vorhaben jetzt kurzfristig durchzuführen. Sie haben die Mehrheit für Ihren Antrag, Herr Donhauser, insoweit werden Sie den Antrag auf jeden Fall durchbekommen. Aber wenn wir bei Auslagerungsstandorten sind, bitte noch ein Hinweis von meiner Seite. Wir haben einen geeigneten Schulbaustandort mit Perspektive auf der Freiberger Straße. Die Freiberger Straße, dort plant man derzeit eine 5-zügige Oberschule, kann während des Aufwuchses, und so soll ja dort verfahren werden, auch als Auslagerungsstandort und Ausweichstandort genutzt werden. Das ist eine perfekte Lage für einen Auslagerungsstandort für die Stadt, weil die Lage in der Nähe des World Trade Centers ist wie kaum eine andere Lage in Dresden sehr gut erschlossen und hat einen großen Vorteil, dass sie halt eben gerade vom ÖPNV in vielerlei Richtungen sehr gut erreichbar ist. Meine Damen und Herren, unter diesen Umständen können wir scheinbar als Einzige diesem Neubau und diesem Abriss nicht zustimmen. Ich bitte jedoch um punktweise Abstimmungen, denn gerade in den Änderungsanträgen, Punkten 5 und 6, sofern sie denn angenommen werden, befinden sich sinnvolle Hinweise, denen wir uns nicht verwehren wollen. Vielen Dank. Wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanitzky. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Redezeit möchte ich auf meine Rede weitgehend verzichten. Ich möchte mich ganz ausdrücklich Dana Frohwieser und Anja Apel anschließen. Auch Dana Frohwieser nochmal ganz herzlich danken für die Formulierung des Änderungsantrages, der aus unserer Sicht zentral ist, weil auch wir stimmen mit Bauchschmerzen zu. Und ich möchte nur noch mal betonen, dass die Kommunikation seitens des Bildungsbürgermeisters in der letzten Woche wirklich vorbildlich war und dass ich mir sehr wünschen würde, dass die gute Zusammenarbeit so weitergehen kann. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Rietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in der Dresdner Gemäldegalerie hängt ein wunderschönes Gemälde von Kairos. Auf ein Rad stehend zieht er seine Bahn. Kairos ist der personifizierte Gott der günstigen Gelegenheit und des rechten Augenblicks. Glücklich ist, wem es gelingt, seine Stirnlocke zu packen. Ich wünschte, die Verwaltung hätte 2017 einen Ausflug in unsere Gemäldegalerie unternommen. Dann wären es vielleicht die Kosten für das teure Zeitfenster zur Sanierung der 92. Grundschule erspart geblieben. Außerdem hätten wir den Bestand erhalten und die graue Energie des ehemaligen Volkshochschulgebäudes nutzen können. Warum die Verwaltung ohne Beteiligung des Bildungsausschusses dem nicht nachkommen, wird Fragen auf. An deren Klärung sind wir grundsätzlich interessiert und befürworten daher auch den Ergänzungsantrag von SPD und Linke. Dabei besitzt für uns die Parteizugehörigkeit des Bildungsbürgermeisters oder vielmehr der Bildungsbürgermeisters und der jeweiligen Interimsbürgermeisters keine Rolle. Dem jetzigen Bildungsbürgermeister kommt daher die undankbare Aufgabe zu, den Brand zu löschen, der in der Vergangenheit gelegt worden ist, was Ihnen in breiten wirksamen Gesprächen auch gut gelungen ist. Das Problem ist, dass eine Sanierung des bestehenden Gebäudes zum jetzigen Zeitpunkt frühestens im zweiten Halbjahr 2024 ihren Abschluss finden würde. Zu spät für die 92. Grundschule dringend ein Auslagerungsstandort benötigt. Der Sanierungsbedarf für die 92. Grundschule ist sichtbar und die Raumsituation angespannt. Ich will ganz kurz darauf eingehen, was Herr Nitsche gesagt hat.
Mir ist es unverständlich, wie Sie darauf kommen, dass keine Planung auch darüber hinaus für zwei zweizügige Grundschulen existieren. Das ist richtig, aber wir haben bereits 24, 26, die 33. Grundschule, die vierzügig ist. Es folgt die 108. Grundschule, die drei- bis vierzügig ist. Wir brauchen außerdem für die 149. Oberschule, die dreizügig ist, einen Auslagerungsstandort. Also ich denke, der Bedarf ist hier mehr als gegeben, auch für die Zukunft in dieser Größenordnung, wie jetzt geplant wird. Wir würden außerdem natürlich, und das ist ja schon von den Vorrednern erwähnt worden, 4,5 Millionen Euro verlieren und da eben, wie gesagt, alle anderen Auslagerungsstandorte auf lange Sicht besetzt sind, bleibt nun mal nur der Abriss der ehemaligen Volkshochschule. Ein teures Zeitfenster angesichts der angespannten Haushaltslage mehr als schmerzlich, dennoch sollten wir auch die Vorteile im Blick behalten, die eben nun mal nur diese Variante bietet. Und ich hoffe, wir werden jetzt die Gelegenheit beim Schopfe packen und eine breite Zustimmung hier erzielen. Dankeschön. Damit wir die Fraktionsrunde durch, wird weiterhin das Wort gewünscht, sehe ich nicht, komme zur Abstimmung. Hab zunächst den Änderungsantrag AfD. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenprobe. Das ist die große Mehrheit, wer damit abgelehnt. Wir kommen zum interfraktionellen Änderungsantrag. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Das ist die überwältigende Mehrheit positiv. Damit wäre das erstmal so aufgenommen. Und dann ist beantragt worden, punktweise über den federführenden Ausschussbericht Schluss abzustimmen. Also wer dem Punkt 1 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Einer. 61 Ja, keine Nein, 5 Enthaltungen, dann so angenommen. Punkt 2, wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen, dann 61 Ja, keine Nein, 5 Enthaltungen, so zugestimmt. Wir kommen zum Punkt 3, wer hier zustimmen möchte, dem federführenden Ausschussbericht, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Es bleibt bei 61 Ja, keine Nein, 5 Enthaltungen. Dann kommen wir zum Punkt 4. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Also hier. Gegenstimmen, Stimmenthaltungen. Irgendwie macht das Sinn, was wir machen hier. 61 Ja, keine Nein, 5 Enthaltungen. Wir kommen zum Punkt 5, der leicht modifiziert worden ist. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Nein. 53 Ja, 12 Nein, eine Enthaltung, so beschlossen. Und dann kommen wir abschließend zum ergänzten Punkt 6. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, und Stimmenthaltung.
48 Ja, 5 Nein, 12 Enthaltungen wäre auch so beschlossen. Damit sind wir durch den Punkt 15 durch.